Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michael Göhre und ihr seht die Göhre-Röhre auf meinem Channel. Ja, schön, dass ihr wieder zuschaut und genau da habe ich dann auch schon mal gleich mal ein dickes Dankeschön an euch loszuwerden. Ich habe mich doch etwas gewundert und gefreut, als ich neulich mal meine Kanalstatistics durchgegangen bin und festgestellt habe, hui, ich habe 1,5 Millionen Aufrufe auf diesem Kanal übertroffen. Vielen, vielen Dank dafür, das ist sehr, sehr geil und ja, ich hoffe mal, ihr bleibt mir gewogen und dass das noch viel, viel mehr werden. Vielleicht sogar 1,500001 Aufruf, Millionen Aufrufe, ich weiß es nicht. Aber kann so weitergehen, finde ich gut. Und ich möchte eine kleine Werbung noch unterbringen, bevor wir loslegen. Ich mache jetzt einen Podcast, allerdings nur einen ganz kleinen Podcast. Der nennt sich Happen und das ist halt das Programm. Es ist immer eine kleine Kolumne, die ich für die Woche schreibe. Ich lade sie immer montags um 8 Uhr hoch und dann kann man sie sich auf Spotify oder auf dem Podcast, auf der Podcast-Homepage anhören. Und abends um 18 Uhr wird sie dann nochmal hier auf dem YouTube-Kanal als Audio online gestellt. Aber naja, so richtig Podcast hören ist natürlich cooler, wenn man es über die üblichen Kanäle macht. Abonniert das, ich würde mich freuen und hoffe mal, dass ich das relativ regelmäßig hinkriege. Ich bin mal gespannt, es ist so eine kleine Challenge an mich selber. Und bis jetzt macht es sehr viel Spaß. Bis jetzt habe ich auch erst 2 Ausgaben gemacht. Aber der Happen-Podcast, Link und alles ist in der Beschreibung. Wir müssen uns einem Thema widmen, das eigentlich gar nicht so lustig ist, obwohl es um was Lustiges geht. Und zwar um einen Comic. Und den habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft. Es handelt sich um Lucky Luke Nummer 99. Fackeln im Baumwollfeld. Die Zeichnungen sind von HD, der Text von Jule. Und es hat einen Grund, warum ich das mache. Normalerweise review ich eigentlich keine Sachen, wo ich kein Geld für kriege oder die halt bei so einem großen Verlag sind oder sowas. Lucky Luke braucht jetzt keine Werbung von mir. Aber als ich da der ist am 1. November, glaube ich, rausgekommen und ich bin da zufällig im Zeitschriftenladen vorbeigegangen und habe mich schon gewundert. Also A, wegen dem Titel, B, ein People of Color an der Seite von Lucky Luke, was ich immer gut finde, was aber auf dem Cover schon sehr ungewöhnlich ist. Sie sind in einem Baumwollfeld und wenn man dann guckt, sieht man hinten 4 Leute mit Kapuzen und Fackeln, also Ku Klux Klan. Und da dachte ich, oh wow, da wagen sie sich aber weit raus, das finde ich gut. Weil man muss einfach mal sagen, Lucky Luke ist was für Kinder. Lucky Luke ist natürlich auch für Erwachsene, klar, bla 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 bla. Aber prinzipiell ist es ein Funny. Ein locker, leichter Spaß, der jetzt nicht unbedingt alles irgendwie kommentieren muss, was in der Welt passiert, sondern er soll einfach unterhalten und er soll vor allen Dingen Kinder und Jugendliche unterhalten. Bevor ich da komplett drauf eingehe, Spoilerwarnung, ich werde spoilern. Also wenn ihr es noch nicht gelesen habt und nichts über den Inhalt groß wissen wollt, dann sage ich euch jetzt schon mal das Fazit vorneweg in kurz. Es ist sehr beeindruckend und wenn ihr es für eure Kinder kauft, lest es mit ihnen zusammen. Lasst sie das nicht alleine lesen. So, ab jetzt wird gespoilert. Wer jetzt noch zuguckt, ist selber schuld, aber ich denke, wir müssen drüber reden. Ich möchte gerne drüber reden, weil ich sehr, sehr, sehr beeindruckt war, muss ich einfach sagen. Ich lese Lucky Luke schon mein ganzes Leben lang und es war immer irgendwie Anspielungen auch auf tatsächliche Ereignisse und so, aber es ist ja jetzt kein Wochencomic oder sowas, der irgendwie jeden Tag erscheint oder so. Die kommen mal alle paar Monate raus, häufiger als Asterix, aber immer noch selten genug. Es muss ja zeitlos immer sein. Und das haben sie diesmal doch relativ aufgegeben. Und ich bin sehr erstaunt, was da durchgewunken worden ist. Es fängt eigentlich relativ unspektakulär an.
Lucky Luke trifft seinen alten Freund hier, den Bass Reeves. Reeves war es, glaube ich. Ja, Reeves. Den gab es wirklich. Das war ein Mensch, der aus der Sklaverei geflüchtet ist und im Wilden Westen dann Marshall wurde. Hinten ist dann nochmal seine Biografie. Und er war ein unfassbar guter Marshall. Er hat über 3000 Gesetzlose verhaftet und kommt unter anderem zum Beispiel auch in der Watchmen-Serie kommt er drin vor. Also eine sehr beeindruckende Persönlichkeit der afroamerikanischen Geschichte. Und ja, ein Vorbild natürlich für viele Leute, die jetzt zum Beispiel in der Black Lives Matter-Bewegung sind und so weiter. Und ja, der wird hier halt als Freund von Lucky Luke eingeführt, der gerade die Daltons mal wieder verhaftet hat und sie ins Gefängnis bringen will. Währenddessen erfährt Lucky Luke, dass er von einem Groupie, also tatsächlich von einem Groupie, das wird so geschrieben, also nicht, dass sie Sex mit ihm hat, aber eine, die ihn halt knallhart verehrt und die eine Farm in Louisiana betrieben hat, eine Baumwollfarm, aus lauter Bewunderung halt diese Baumwollfarm jetzt geerbt hat. Die gute Frau war immer Fan von Lucky Luke und ist jetzt gestorben und er kriegt halt die Baumwollfarm. Sagt er natürlich so, was soll ich mit einer Baumwollfarm? Ich bin ein armer, einsamer Cowboy und ich brauche keine Baumwollfarm. Ich schenke sie den Leuten, die da arbeiten. Und sagt er, nee, also so leicht ist das nicht. Sie müssen da schon hin und die Dinge regeln, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran und Existenzen und so weiter. Und ja, Lucky Luke macht sich dann auf den Weg in Süden, was er angeblich in noch keinem Comic davor gemacht hat. Ich bin jetzt nicht so firm. Ich habe vielleicht 20 oder 30 Bände davon und vielleicht insgesamt 40 oder 50 gelesen. Und es ist wohl das erste Mal, dass er in den Süden reist. Und es gibt dann schon eine Einführung, wo man schon ziemlich die Ohren anlegt. Da sitzt dann eine Familie bei Tisch. Mutter sagt, Andrew, ihr Boy hat den Champagner wieder lauwarm serviert. Papa sagt dann, ich lasse ihn auspeitschen und die Kinder auch fein, darf ich zusehen. Da wird einem schon mal ein bisschen anders. Im nächsten werden halt Sklaven im Feld gezeigt. Ein Reiter mit Gewehr sagt, wer hier behauptet, Tabak wäre schlecht für die Gesundheit, fängt sich eine Kugel. Auch eine ziemlich stramme Ansage, finde ich. Aber das ist erst der Anfang. Die Daltons brechen dann aus, wollen sich natürlich das Ganze dann schnappen. Da kommen wir gleich noch zu. Als Lucky Luke im Süden ankommt, sieht er als erstes Mal, wie zwei erwachsene Männer auf einen farbigen Jungen losgehen mit einem Hund, mit einer Keule und mit einer Peitsche. Das finde ich auch in der Darstellung schon ziemlich drastisch. Wir bewegen uns hier bei einem Funny, wie gesagt. Das Ding ist für Kinder. Lucky Luke sorgt natürlich für Ordnung, dann kommt er auf der Farm an und wird von einem natürlich farbigen Mitarbeiter begrüßt, der völlig erstaunt ist. Und das ist so eine traurige Szene, dass ihm das erste Mal ein weißer Mann die Hand reicht, weil Lucky Luke sich da natürlich nichts von wegnimmt und da auch keine Probleme mit hat. Und es geht immer so weiter, es werden immer wieder reale Dinge mit eingebaut, die teilweise sehr, sehr hart sind, meiner Meinung nach. Dann kommt der Nachbar an, der QQ genannt wird. Ja, warum denn QQ? Ja, das sind seine Initialien. Die hat da seinen Sklaven mit glühenden Eisen in die Haut gebrannt. Das wird hier so gesagt. Lucky Luke fällt alles aus dem Gesicht und dem Leser eigentlich auch und der Leserin. Das ist schon ziemlich harter Stoff, meiner Meinung nach. Ich finde es unglaublich gut, dass sie dieses Thema so radikal angehen. Es ist kein Feel-Good-Comic. Ich finde ihn auch an anderen Stellen ziemlich hart, zum Beispiel als die Daltons ausbrechen, lässt sich der Gefängnisdirektor vor lauter Wut einen Revolver bringen. Ziemlich klar, dass er sich erschießen wird. Und dann labern sie fliehen in einer rollenden Bibliothek und dann sind sie zwischen den ganzen Büchern und Everett sagt dann halt, oder ich glaube es ist Everett oder Jack, unsere Lehrerin hatte echt recht, als sie sagte, dass man durch Bücher dem Alltag entfliehen kann. Und Joe Dalton dann, ich bereue fast, dass ich zu Beginn des Schuljahres meinen Colt auf sie leer geballert habe. Und er lacht dabei. Also es ist eine Szene, in der er darüber lacht, dass er seine Lehrerin erschossen hat und zwar in einem Overkill. Also, ne? Amoklauf.
Das ist schon ziemlich harter Tobak. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, worum es geht. Von der Handlung her selber ist er, naja, ich habe schon bessere Lucky Lukes gelesen. Natürlich fängt er sich dann Ärger mit dem Ku Klux Klan an, das verrät das Cover ja auch schon. Und die Lösung ist dann eher so Deus Ex Machina. Aber um auch mal wieder zu spoilern, das Ding ist, also es sind ja immer noch Sklavenhalter faktisch. Das ganze Spiel nach dem Bürgerkrieg, die Leute sind eigentlich frei. Das ist das Traurige dabei. Sie werden immer noch unter Sklavenbedingungen gehalten. Und das ging ja noch lange so. Und das ist ja historischer Fakt. Und ja, einer dieser diese Nachbarn enden dann als Krokodilfutter, was auch eine ziemlich radikale Lösung ist. Ihr merkt, das ist heftig. Also ich finde das für Kinder schon sehr derbe, wenn man die das lesen lässt. Deswegen würde ich allen Leuten raten, die das ihren Kindern schenken oder kaufen oder deren Kinder das kaufen, die, was weiß ich, erst unter, sagen wir mal, 10, 11, 12 sind oder sowas. Ich bin kein Pädagoge, aber lasst die damit nicht alleine. Redet darüber, was in diesem Comic passiert und wie es passiert und dass diese Dinge, die da angesprochen werden, da ist dann auch, ja, da wird darüber geredet, dass jemand im Zug gefahren ist und dann hat sich da ein Schwarzer mit hineingetraut. Der wurde ja dann zum Glück rausgeprügelt. Und eine andere sagt dann, ja, wo ist es? Neulich hatten wir am Bahnhof von Charleston 3 Stunden Aufenthalt, nur weil jemand spontan aufgeknüpft wurde. Also Lynchen ist hier auch ein Thema. Das wird alles zur Sprache gebracht und zwar sehr konkret und das finde ich ziemlich krass. Also mein Respekt geht auch an den Verlag raus, das durchzuwinken. Also Disney würde sowas nicht machen. Ich war ein bisschen fertig, als ich das Ding gelesen hatte. Also weil es in diesem Kontext, in diesem lustigen, unterhaltsamen Kontext, es ist Lucky Luke, es ist was Fröhliches, es ist der Mann, der schneller als sein Schatten schießt. Und nun hat man auf einmal mit einem Thema zu tun, was natürlich auch momentan mega aktuell ist einfach und wo wir uns bewusst drüber sein sollen und was unsere Demokratie bedroht, wo ich das hier gerade vorstelle, haben ein paar Tage vorher irgendwelche voll bekloppten Cosplayer das Kapitol in Washington gestürmt. Das war ein Putsch und das war halt auch das Erbe dieser Zeit, weil was hier ein bisschen kritisch ist, finde ich, ist, dass der Wilde Westen als gut hingestellt wird und die Südstaaten als das Böse, als ob das sehr gegensätzlich wäre, also der alte Nordstaaten-Südstaaten-Konflikt, wobei man ja nun mal sagen muss, dass die Nordstaaten genauso viel Dreck am Stecken hatten mit dem Genozid an der indigenen Bevölkerung. Das finde ich ein bisschen schwierig, aber man sieht ja auch, dass es nicht ganz so von der Hand zu weisen ist. Bei diesem Sturm aufs Kapitol waren halt ganz viele Leute mit Südstaaten-Flaggen, Südstaaten-Outfit und Südstaaten-Emblem dabei. Das ist immer noch da ein Riesenproblem, aber das ist halt spezifisch amerikanisch. Nicht amerikanisch ist Rassismus. Rassismus ist überall und wir müssen drüber reden und meinen ganz großen Respekt an die Macher von diesem Heft, dass sie es so zur Sprache bringen. Es wird nicht drumherum geredet, es wird gezeigt und das ist lobenswert, aber es ist halt auch schwierig. Wie gesagt, wenn ihr das euren Kindern zugänglich macht, redet mit ihnen drüber. Und wenn ihr selber als erwachsene Leser das lest, macht euch darauf gefasst, dass es euch tatsächlich mitnimmt. Das ist der erste Lucky Luke, der einen mitnimmt, glaube ich. Wie gesagt, das ist der 99. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten, aber ich letzten Endes muss ich es einfach anerkennen als sehr, sehr große moralische Leistung einfach. Und sage da, ja, vielen Dank und Daumen hoch dafür, für diesen Mut. Heutzutage ist es immer noch Mut. Es gehört immer noch Mut dazu, was zu dem Thema zu sagen und sich da vielleicht auch in die Nesseln zu setzen und vor allen Dingen in so einem Zusammenhang. Ich finde es großartig, in einer Zeit, wo ganz viele immer noch Probleme damit haben, zu erkennen und zu bekennen, dass wir dieses Problem haben, dass es Rassismus gibt und dass hier ein Verlag gesagt hat und Texter und Zeichner gesagt haben, ja, wir machen was für Kinder. Aber wir müssen trotzdem drüber reden, weil die Kinder geht das auch an. Es ist ihre Zukunft und sie sollen verstehen, was da gerade abgeht und warum Menschen Menschen hassen aus irgendwelchen bescheuerten Gründen.
Finde ich ganz, ganz großes Tennis. Und es war ein Comic, der mich verstört hat, der mich beunruhigt hat. Es gibt auch lustige Stellen. Also es ist nicht durchgehend bierernst und so. Und es ist vom rein erzählerischen, als Lucky Luke Comic so genommen, jetzt auch nicht der beste, weil die Lösung ist halt so ein bisschen so out of the box. Aber egal, dass dieses Thema behandelt wurde und wie es behandelt wurde und wie Lucky Luke vor allen Dingen immer auf diese Enthüllung reagiert, ist ziemlich großes Tennis. Also ich sag mal, wenn euch das interessiert, holt euch diesen Band. Es ist vielleicht der wichtigste Lucky Luke Band, der jemals erschienen ist. Große Worte, aber es ist auch ein großes Thema. Das war meine Meinung dazu. Ich wollte euch gerne mal ein bisschen da meine Gedanken zu teilen und hoffe, dass euch das jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, weitergebracht hat oder so, euch das interessiert hat und dass ihr mir jetzt nicht irgendwie in die Kommentare schreibt, du bist doch ein linksversiffter Medienhansel, das weiß ich, das bin ich gerne. Lieber linksversifft als braun verstumpft, meine Leute. Und dementsprechend spart euch die Hasskommentare, ich lese sie sowieso nicht. Und ja, macht euch selber Gedanken drum und vor allen Dingen seid keine Rassisten, das bringt nichts. Es ist einfach. Guckt euch einfach Bilder vom Sommer 1945 an, wie Deutschland aussah. Dann wisst ihr, wohin Rassismus und Rechtsextremismus hinführt. Da gibt es keine andere Lösung. Das ist das Ende. Und ich verstehe nicht, wie man das heutzutage wieder überhaupt erwägen kann und was diese ganze Kacke soll. Aber lassen wir das. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr runtergezogen. Lest mehr Comics, hört gute Musik, seid gute Menschen und bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns dann etwas besser gelaunt und vielleicht mit einem positiveren Thema beim nächsten Mal wieder. Und ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, euer Micha und sage Tschüss.